Riggel, Riggel. Moin Freunde, mein Name ist der Umlautmann oder auch Überfordert LP und willkommen zu einer weiteren Folge der Selbstzerstümmelung in Real Bros. U, die Magma-Frosthöhlen. Und ja, bevor wir diesen Part beginnen, möchte ich euch erstmal eine lustige Story erzählen. Erstmal zum letzten Part ist dem einen oder anderen aufgefallen, das ist mir gar nicht aufgefallen, erst später, als ich auf Twitter darauf hingewiesen worden bin. Im letzten Part waren als erstes die Kommentare deaktiviert. Ich habe keine Ahnung warum. Aber man kann auf jeden Fall den letzten Part wieder kommentieren, von daher tobt euch auf jeden Fall aus. Und unter anderem hat Henry im Nachhinein noch kommentiert, dass wir glaube ich inzwischen bei 69 Toten sind. By the way, die Dunkelziffer ist nochmal deutlich höher, weil ich andauernd irgendwas nachspielen muss. Und dazu kommen wir jetzt. Das hier ist mit Abstand die chaotischste Aufnahme, die ich jemals für den Zweitkanal hatte. Aus dem einfachen Grund. Ich nehme den Part heute am 25. auf, um 11:30 mittags. Und gestern Abend wollte ich schon aufnehmen. Ich nehme ganz gemütlich auf, starte meinen Spielstand und denke mir, oh no, habe ich vergessen zu speichern, weil ich nach dem mittleren Schloss in der zweiten Welt gestartet bin. Und ich dachte so, nein, als ob das jetzt wirklich passiert, ne? Spiele die zweite Welt nach. Bin dann hier angekommen. In den, Magma-Frosthöhlen und hab mich an einen Kommentar von Huskopf erinnert, dass ich ja in das Secret-Level der ersten Welt hingehen kann, um dort zu speichern und, weil man da ja quasi direkt zum Ziel laufen kann, ohne Probleme. Das Level hatten wir ja schon mit dem Glitch in diesem Projekt. Ich laufe zu diesem Level hin und denk mir so, Bro, irgendwas stimmt hier nicht. Gehe raus aus dem Spielstand, gehe in den anderen Spielstand rein und habe gesehen, nein, das war der Spielstand von der No-Coin-Challenge auf dem Hauptkanal. Und ich so, oh nein. Okay, gehe ich also in den aktuellen Real Bros. U Spielstand rein, spiele dieses untere Level, hier, diese lange Fahrt spiele ich nochmal, dieses gottverdammte Level, was Ewigkeiten dauert. Ich habe jetzt die Starcoins auch weggelassen. Wir haben gesehen, dass wir die eingesammelt haben und das ist mir jetzt so boogie. Real Talk, das ist mir so egal. Ne? Spiele dieses Level. Bin dann hier angekommen, ganz normale Aufnahme, voll cool. Auf einmal, mein Controller geht leer. Und ich so, nein, das kann nicht sein, ne? Lade meinen Controller auf, gehe in dieses Level nochmal hinein. Steuerung funktioniert nicht mehr. Also nee, wollte spielen, Steuerung funktioniert nicht mehr. Der Emulator reagiert nicht mehr. Starte den Emulator neu. Mein Controller funktioniert nicht mehr. Er kann sich nicht mehr mit dem PC beziehungsweise damit verbinden. Und deswegen musste ich gestern Abend die Aufnahme sein lassen. Und heute habe ich das Level nochmal nachgespielt. Bedeutet, diese Aufnahme hier stecken no joke locker 1,5 Stunden drin mit der heutigen Aufnahme. Wollte ich einfach mal so am Rande anmerken, ne? Weil viele immer so denken, ja, okay, Zweikanal, Start, Stopp, ne? Nein. Dann habe ich Real Bros. U gestartet und mein Verständnis für Projekte hat sich verändert. Vor allem hierfür, so aufpassen auf den Pingu. Pingu! Nein! Ich hasse dieses Level, ich hasse diesen Hack, ich kann nicht mehr! Mann, es ist so ein Dreck, Digga. Egal, wir gehen direkt hier mit unserem wunderbaren Eichelpilzkopf rein und probieren es jetzt irgendwie zu regeln. Ey, ohne Witz, also ich mache 3 Kreuze, wenn dieses Projekt vorbei ist. Ich fühle mich sehr geehrt, dass Huskopf sich extra hierfür hingesetzt hat, um ja mir so ein Hack hinzuzaubern für dieses Projekt, ne? Aber es ist halt insane schwer. Bro, damit hätte ich never, ever gerechnet. Manno! Hör auf, so blöde zu springen, Broski. Du. Genauso. Ja, sehr schön, sehr schön. Jetzt. Nein. Jetzt haben wir es, oder? Okay, uns kommen wieder Pinguine entgegen. Wir müssen jetzt gucken. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn wir hier drauf drücken. Das habe ich ja im letzten Part schon null geschnallt, was das Game jetzt von mir verlangt. So, was hat sich jetzt... Ah, Bingo! Die Röhre ist frei geworden. Oh, shit. Jetzt haben wir es gecheckt, okay. Oh mein Gott. Das könnte sehr, sehr wichtig werden, tatsächlich. Die roten Münzen können sehr, sehr... wichtig werden. Danke! Oh mein Gott, mein favorite item of all time in Mario Bros. U Games. Herrlich! Warum?
Warum tut denn alles in diesem Spiel so sehr weh? Warum ist das denn so? Okay, wir gehen nochmal mit dem Item rein. Ich glaube, eine Feuerblume ist, glaube ich, sogar sinniger als ein Flughörnchen. Weil wir damit die Fire Bros zumindest mit ihren eigenen Waffen schlagen können. Wir bekommen sogar eine Feuerblume am Anfang. Schade, dass es hier keine Reserve gibt wie in anderen 3D World Games, aber war ja auch ein Ticken zu einfach dann. Oh shit, dass ich das hinbekommen habe, wundert mich allerdings ein bisschen. Du verschwindest auch mal geschwind, du genauso, okay. Nehmen wir jetzt den Jump ein, nein, wir müssen hier mit Anlauf hingehen. Oder auch nicht, ich dachte, ich hätte jetzt zumindest den Bogen raus. Es hat sich zumindest so angefühlt. Und ich check immer noch nicht, was ich hier falsch mache, dass ich nicht auf Anhieb da immer hochkomme. Real Talk? Warum struggle ich denn so? Es ist ein stinknormaler Sprung. Hallo? Hallo? Ich kann das doch alles nicht mehr. Es ist ein schlechter Witz. Es ist einfach so ein schlechter Witz, Bro. Danke. Hä? Achso. Das ist... Wow, also ich habe selten einen innerlichen Nervenzusammenbruch bekommen. Okay, Freunde, neuer Versuch. Jetzt in dieser anderen Ebene. Ich bin gerade nochmal Game Over gegangen. Ich liebe dieses Spiel. Dieses Spiel macht mir sehr viel Spaß. Und vielleicht schaffen wir es jetzt, den Pingu zu behalten. Alter, irgendwas. Meinte ich, hier könnte eine Sternmünze drin sein. Hier unten. Ich weiß es nicht. Ich meinte, dieses Risiko sollte man eingehen? Quasi, wenn ich hier... Okay, ich... Oh mein Gott, ich bin froh, dass ich hier nicht rübergeslidet. Das war ja klar, dass ich das jetzt verliere. Bitte haut einfach ab, ihr dreckigen Hammer Bros. Es ist so ein Nerv. Boah, wow! Eine sehr, sehr fetzige... Ja, das war jetzt eigentlich richtig dumm, dass ich das gemacht habe, aber ist in Ordnung. Wir haben noch keine Sternmünze. Bekommen. Mittelflagge. Digga, ganz ehrlich, ich scheiße auf die Sternmünzen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe, also, Real Talk. Ich kann das nicht. Also, jede Aufnahme, ich gehe hier rein und weiß so, yo, ich kann jetzt einen riesigen Zeitblock einplanen für eine Real Bros. U-Aufnahme. Es ist doch, also, ich finde das sehr humoristisch. Also, humoristisch, Freunde. Ach so, ja, moin, natürlich. Wo war die erste Sternmünze? Ist mir doch egal, Junge. Das ist mir... Oh, Mann! Boah, wenn ich jetzt nochmal Game Over gehen sollte und dieses Level nochmal von vorne beginne. Wow, es ist gerade wirklich passiert. Es ist wirklich passiert. Ist in Ordnung. Wir müssen halt deutlich besser reagieren, deutlich besser aufpassen. Puh. Habe ich verpasst? Natürlich habe ich es verpasst. Natürlich habe ich es verpasst. Was denn auch sonst? Wir haben wohl zumindest gesehen, wo die zweite Sternmünze ist. Das reicht mir ehrlich gesagt schon, wenn ich ehrlich bin. Bruder, ach so, wir können hier nicht weiter. Ich muss den Pinguin behalten. Dann bringen wir uns mal, wie immer, sehr, sehr gut um. Ne? Wir bringen uns um. In der Lava. Aber das nicht schlecht, sondern gut. Was soll ich sagen? Vor allem, ich weiß noch, am Anfang, richtig süß, haben einige so Themenvorschläge in die Kommentare geschrieben, weil... Ja, die meisten Hacks sind ja gar nicht so schwer, dass man nebenbei auch über andere Dinge reden kann, ne? Also, ja, was soll ich sagen? Ich würde es gern tun, ne? Ich würde es tatsächlich... Was soll ich hier tun? Bro, was soll ich in dem Augenblick... Das Drehen bringt mir ja nichts. Bro, das Drehen bringt mir nichts. Gar nichts. Alter, bitte lass mich nicht sterben. Bitte lass es mich doch irgendwie jetzt schaffen. Wir haben noch ein Leben. Bitte lass es mich irgendwie schaffen. Aktuell ist es eine Folge, ein Level. Das ist doch... Das ist doch ein Witz, oder? Also in meinen Augen ist das ein schlechter Witz. Ha! Ich lache! Witzig! Tralalalala! Bald ist Nikolausabend da! So, ich habe eine Taktik. Ich glaube, ich habe jetzt eine ganz, ganz gute Taktik. Und zwar werden wir diesen Ding erstmal hinterher nur laufen. Ich meine, wir müssen ja nicht die ganze Zeit so rumsliden unkontrolliert. Wir können uns ja all die Zeit der Welt lassen. Wir haben genug Zeit. Und warum rumsliden, wenn wir auch den einfachen Weg gehen können, ne? Don't work hard, work smart. So, hier müssen wir durch. Hier kommen wir nicht ohne Pinguinkostüm weiter. Und jetzt stopp. Und jetzt stoppen wir wieder, ne? Wir nehmen das Tempo.
Wir nehmen das Tempo wieder raus. Wir nehmen es raus. Oh, shit. Oh, mein Gott. Haben wir genug Speed? Wir haben genug Speed, um hier vorbeizukommen. Sehr, sehr sexy. Oh, mein Gott, we have it. Bruder, we did it. 10 von 10. Regler Dame ist in meinem Mario Bros. Game. Ja. Alter Vater, das war so eine schwierige Geburt. Boah. Oh, oh, thanks a million for your help. Here, take this. Thank you, Tony Line. Das ist sehr nett von dir, weißt du das? Super nice. Super, super nice. Geil. Oh mein Gott, sind wir jetzt in der 5. Welt angekommen und spielen die letzten 3 Level? Also ich sag's so, ich werde euch noch zeigen, wo die Sternmünze ist, aber heute sehe ich mich gar nicht mehr da, weil wir haben noch eine, die erste Sternmünze in der 2. Welt, die ich euch zeigen möchte. Oh mein Gott, das sieht super episch aus, wie so ein roter Teppich halt, ne? Wie gesagt, wir haben noch eine 2. Sternmünze in der 2. Welt, die ich euch zeigen möchte, und deswegen kombinieren wir das dann einfach im letzten Part. Dann wird der letzte Part wahrscheinlich etwas länger gehen, und dadurch, dass ich jetzt ein bisschen mehr Erfahrung habe und weiß, wie die Level funktionieren, wie lang die noch sind, kann ich es wahrscheinlich ein bisschen besser einschätzen. So, auf geht's! Nach dem Collapse hier. Okay, wir haben keine neue Musik, aber kann es sein, dass die Blumen anders sind? Wie viele Level haben wir eigentlich noch? Ist das da das finale Level? Das kann ich gerade gar nicht sagen. Aber wir kommen jetzt so langsam, aber sicher zum Ende des Projekts. Oh mein Gott. Also die Blumen sind so kantig und zackig. Bäumchen Fiesta. Hallo? Oh! Hätte ich tatsächlich beinahe nicht gesehen. Natürlich ist es passiert. Wäre es eigentlich sehr sinnig gewesen, die Eisblume zu behalten für Knochentrocken. Aber... Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Das war das eigentlich, was ich sagen wollte. Yo. Kann mir jemand in die Kommentare schreiben, was für ein musikalisches Kunstwerk uns hier begegnet? Klingt sehr abgespaced. Du fällst nicht runter, dankeschön. So, wir sehen da einen Block. Das ist doch hundertprozentig ein... Aha. Oh! Das Blatt wird schimmelig? Wächst es nochmal nach? Achso. Oh. Okay, okay, wir können drunter sliden. Wir können nach unten sliden. Ist das der richtige Weg? Oh mein Gott. Blatt? Blatt, Blatt. Blatty Mac, Blatt, Blatt. Blatt werden wir stehen. Oh. Oh mein Gott. Bro. Okay, man kommt auch ohne Blatt herunter. Man muss aber erstmal wissen, dass es hier herunter geht. Alter Vater. Ich dachte, wir müssen jetzt den Weg nach oben gehen. Habe ich mich getäuscht, ne? Wie bei einer Fata Morgana? Oder wie bei den Büschen hier? Weil man nichts sieht. Oh, guck mal, es geht eigentlich links. Immer weiter nach oben. Oh, bingo. Wow, warum gibt es hier so viele Wege, die man gehen kann? Ach so! Okay, das ist super, super cool gemacht. Dass das Ding genauso hoch fliegt, dass man gerade so ein One-Up bekommt. Wie weit können wir nach oben, ohne uns zu verrecken? Natürlich ist es gerade passiert. Ist es nur eine Abkürzung? War das Real Talk nur eine Abkürzung? Als ob. Voice Crick LP lässt auch grüßen. Dann nutzen wir auch weiterhin diese Abkürzung. Komm nochmal runter, mein guter alter Freund, der mich hier hochfliegt. Ein Eichelpilz ist auch sehr nützlich. Könnte nützlich sein. Puh, danke schön für... Vielen Darm für die Blumen. Vielen Darm, wie lieb von dir. Okay, der Übergang von der Musik war so ein bisschen holprig. War nicht so ganz smooth. Smoothy. Hallo, wie tief geht's hier noch runter? Das ist doch cool. Also, Mann, das wäre so cool gewesen, wenn hier unten einfach eine Sternmünze... Hä, das wäre das ultimative Versteck. Also es wäre zumindest mal ein faires Versteck und ein anderes Versteck. Vor allem, da wir hier Ewigkeiten mit dem Wandsprung wieder nach oben müssen. All the way up. I'm all the way up. So, Mario, 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 Mario. Okay, Freunde, ja, wie ist denn das Wetter heute bei euch so? Kommentiert's mal, während wir hier nach oben springen. Danke, okay. Reicht jetzt. Ihr könnt auch wieder aufhören, damit das zu kommentieren. Aber wenn ihr es trotzdem macht, fühlt euch frei. In dem Sinne,
Hä? Wo kommt denn dieser Knochen trocken her? No, 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 no. Nein, da oben! No! Komm auch! Hol dich offscreen nach, Digga. Hol dich offscreen nach. Wir haben ja gesehen, wo sich das Ding befindet, ne? Offscreen reicht da auch. Oder geht das wieder nach oben? Nee, es geht nicht nach oben. Hätte mich gewundert. Vor allem, Huskov arbeitet ziemlich viel mit diesen Übergängen, die ich normalerweise halt von irgendwelchen Ranken oder so kenne. Yo, what? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Tod wäre jetzt so unnötig gewesen. Puh. Puh. Einfach nur ein ganz, ganz dickes Puh. Vielleicht wird das sogar mal ein Level, wo... Aber ich will's nicht zu groß treten. Ein Level, wo wir nicht sterben. Das wäre schon krass. Was soll das eigentlich symbolisieren? Erinnert so ein bisschen an eine Chili-Schote, fällt mir gerade auf, by the way. Diese Ranke. Okay. Oh no! Hol dich offscreen nach. Freunde, hol ich alles offscreen nach. Oh yeah, Mario Time. Yay! Okay. Friendos, an der Stelle würde ich sagen, vielleicht hole ich sogar wirklich offscreen nach und zeige euch das dann. Wir haben ja zumindest gesehen, wo die Sternmünzen sich verstecken. Und ich finde, das ist die Hauptsache, dass ich alles aus diesem Hack zeige, ne? Von daher sage ich mal, danke fürs Zusehen, Daumen nach oben nicht vergessen, abonniert den Umlautmann und danke an die Elite-Umlaut-General-Member Basti, Dark Empire, Cyplix Games und Danny Deluxe für euren kranken Support. Aber natürlich auch wie immer an alle anderen. Schön, dass ihr hier seid. Und es macht mir wie immer super viel Spaß. Das ist einfach so. Freunde, bis zum nächsten Mal, euer Umlautmann. Ciao, ciao.